Ja, wie man unschwer erkennen kann, hat's geschneit und es fröstelt in Kanada. Auf jeden Fall. Wie weit es in die USA geht, werden wir sehen. Und heute fahren wir 52.000 Pfund Druckbehälter von Dryden, Ontario nach Burden, Manitoba, 356 Kilometer Strecke. Und wie man unschwer sehen und hören kann, fahren wir einen Mack. Gut, das mache ich so, zack, und dann würde ich sagen, lang genug gequatscht, wir fahren einfach mal los. Haben wir noch ein Stückchen vor uns, okay, es sind 486 Kilometer. My bad. Das ist echt eine Kurzstrecke. Der war doch schon nice aus. Mit den ganzen Straßen. Ist es wohl? Dann wollen wir mal. Ich hätte mir vielleicht was drin einstecken sollen, aber das kriegen wir auf der Fahrt hin. So, wieder sehr viel Verkehr. Leider. Ja, was soll man überhaupt da sein? War es da? 42, man sind aktuell da. Easy going, muss man gar nicht. Was aus Walling oder sonstiges. Weiter auf der Interstate 17. Ach, Interstate, auf dem Highway 17. Eine Nachtfahrt werden.
da horizontal hier ein reinragen, die Trailer vom Pack. Und runter auf irgendwas mit 90. Weil irgendwas der so wieder abbiegen kann, ja, ist das ja. Oh oh, das wollte ich nicht. Ich bin noch so fokussiert aus Einschenken. Sicher. Nun sieht jetzt gleich die Gerade um. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt muss ich das schon noch zubekommen. Tanken müssen wir nicht. Der Tank sollte auch ausreichen, dass wir denn dort sind. Und wo ist der Manitoba? Bleiben wir erstmal dabei und jetzt wo wir auf dem Transcanner da Highway Number 1 sind, können wir ja ein bisschen Gummi geben, vielleicht nicht so viel, aber ein bisschen mehr. Gut, ich merke, wir haben keinen Retarder drin. Bestimmt wieder bergauf, dann entschleunigen wir. Dann sollte ich vielleicht den Tempomat auf 100 stellen oder so. Oder
oder einfach weiter bei 103 lassen. Wir nicht getrostet auf 50. Und können wir von der Wiegestation auch runter beschleunigen. Sollten wir jetzt das schnell durchbekommen. Oha. So. Ich bin jetzt gerade wieder gefragt, warum die Festplatte wieder belastet wird, aber ich weiß warum. Bombard 103 und durch. Winnipeg vorbei, scheinbar. Oder Richtung Winnipeg? Ah, Winnipeg vorbei. Niedriger, jetzt schon? Das ist so voll. Den Tank einfach mal im Auge. So, wollen wir jetzt plötzlich auf der linken Spur. Ist die rechte nicht mehr schön? Ich finde die rechte Spur schön. Landschaft so ja, im weißen Dunst, nennen wir es mal so, kann ich ein bisschen bezeichnen. Ja, Landschaft, die Skyline meinte ich natürlich. Also das vor und dann nicht mal ein Elefantenrennen. Ach Gott, warum jetzt plötzlich wieder in Miles? Es liegt vermutlich mal an der Version, dass der Map, dass halt da noch nicht überarbeitet wurde.
das einfach falsch bemessen war. Ne? Oh, ernsthaft. Jetzt haben wir schon wirklich alle offen heute. Sehr schön, der Tank. Boah, die Fülle des Tanks ist mit einkalkuliert. Wir müssen jetzt deutlich leichter als vorher. Aus 225 Kilometer. Das geht ja doch fixer als ich dachte. Abgesehen von dem, von der leichten Waschau, die wir jetzt gerade haben. Lässt sich zeitlich, glaube ich, am besten beschreiben. Keine Spur gerade voran. Weil ich glaube, auf der rechten geht es minimal schneller voran, aber es liegt auch daran, dass wir gerade mehr Ringskurven haben. Deswegen. Ich wollte noch nicht zu Hause ankommen. So schnell wie die unterwegs sind. Ja, rechts geht es doch ein bisschen fixer voran. Bis am Mittwoch sogar schon da. Wenn wir da sind, ist ab Donnerstag. Haben wir es doch wieder schneller als gedacht. Gibt es denn hier irgendwo, wo wir noch uns aufs Rohr legen können? Da vorne, glaube ich, oder? Da vorne ist noch eine Tanke und ein Schlafplatz. Machen wir dort beides. Sein um 8 Uhr. Okay. Mal gucken,
noch davor warten. Vor allem muss ja nicht weg gehen, oder? Mal schauen. Ich merke, dass hier schon ein Schauder schafft mit Verkehr langsam. Wird zumindest immer wieder langsamer. So. Da werden wir doch schlafen können, oder? Ja. Vielleicht. Wenn wir Glück haben, können wir schlafen. Wenn wir Pech haben, finden wir den Spot nicht. Auf dem Prefab. Zahlen mussten im Tank. So, dann gucken wir mal, ob wir uns hier hinhauen können. Ne, es war hier. Perfekt. Wunderbar. Erster Versuch und es hat geklappt. Jawohl, 6:44 Uhr. Vielleicht müssen wir noch ein paar Minuten vor der Firma warten, aber passt. Sunshine Crops in Bird. Blinken ist nur Deko. Erkennt's nicht.
war schon fast gleich da. Holen kann man noch, kann man noch, kann man noch. Die 50 Kilometer vom Ziel kann man noch überholen. Wobei eine Rechtskurve, das ist auch schon die Abfahrt. Und die fahren da vorne jetzt auch wieder bei linken Spur so langsam. Das ist natürlich auch wieder praktisch. Hoppla. Ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht drauf gekommen. Hä? Ich bin nur verwirrt wegen. Das ist aber auch komisch, dass auf der, auf dieser Position, sprich auf Numpad 8, dass da der Spiegel hängt. Muss ich mir merken, dass es bei Season 3 hängt. Vergesse ich mich schon wieder. Haben wir es auch schon zum Abdallort geschafft? Rostigen Anhänger vorbei. Ah, der Spot ist aber auch. Nee. Wunderbar. Dann steigen wir mal aus und liefern ab. Ah, Druckfelder von Dryden nach Würden geliefert. 587 Kilometer, 17 Stunden, 77 Gallon verbraucht. 5600 Dollar bekommen wir dafür und 384 Erfahrungspunkte.